50 tablaka, neće znači da ćemo danas troduplo popet. I ja naravno, tako i tako. Ako imate pitanja, ne mene, ja slavim večeras. Simon je tu. Znači, Simon je tu. Ajde, ajde, dosta žvaljenja. Sve na kapori. Frische Jena zu finden. Dankeschön. Gottes. Auf die 50. oder vielleicht doch 52. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 50. Jubiläumsparty der Balkanisches. Heute haben wir uns ja alle zusammen getroffen, exklusiv im neuesten VIP-Club, um zusammen die Nacht der Nächte zu erleben. Und ihr seid live mit dabei, also viel Spaß. Ja stižem iz daleka, tek 20 mi neka, a ovdje požar svima tijela gore. Ostaće u mom srcu sve dočekane zore i jedna ljubav na moru Crne Gore. Ladies and gentlemen, are you ready for the new summer hit? Na meni kratko sve, al svima kažem ne, nikom se ovo srce ne da. Pakujem noće skopere, ni Dunav da me opere, ako se čuje gdje sam pošla. Pakujem noće skopere, ni Dunav da me opere, ali idem gdje sam dobro došla. Ja stižem iz daleka, tek 20 mi neka, a ovdje požar svima tijela gore. So meine Lieben, wir befinden uns jetzt hier in einer sehr spannenden Theaterecke, würde ich mal sagen. Und der Vorhang geht gleich auf für einen ganz besonderen Mann, ohne den hier das alles nicht zustande kommen würde. Vorhang auf für Robert Leber! Di ste ljudi moji, dobro večer, jeste mi dobro? Ja, wir hoffen, es geht euch allen gut. Uns geht's hier natürlich. Fantastisch, perfekt und in Ekstase. Und das heißt natürlich Daumen hoch. Genau, als erstes würde ich dich nämlich auch ganz gerne fragen, heute auf deiner 50. Balkanisches, du hast also schon 50 Partys veranstaltet. Wie fühlt man sich da? Kann man sagen, man ist stolz? Stolz auf alle Fälle, weil es ist, sage ich jetzt mal, schwierig auch in München für die Gäste der Balkanszene, ob das jetzt vom ganzen Balkan, Ex-Jugoslawien ist, dass man es schafft, gemeinsam zu verbinden, dass sie alle lustig sind, Spaß haben und mein Begriff Ekstase verfallen auf meinen Partys. Also, ja genau, über 5 Jahre ist es jetzt her, dass die erste, über 6 Jahre ist es jetzt her. Jetzt sind es fast 6 Jahre, dass die erste Balkanische stattgefunden hat. Heute haben wir schon die 50. Wie hast du denn die erste in Erinnerung? Wie hast du es denn abgespeichert? Sehr, sehr, sehr positiv. Ich habe gute Freunde von mir eingeladen aus Wien. Das war der DJ Nermin und der DJ Matko. Erstmal einen großen Gruß an meine zwei Jungs aus Wien. Das war eine ganz spontane Geschichte, weil ich eigentlich davor was ganz anders gemacht habe, schon auch in der Szene, aber es war Sphinx Clubbing, habe ich angefangen mit einer Freundin, Renata heißt sie. Das haben wir angefangen, das war aber mehr rockiger und dann habe ich gemerkt, ups, da kommen doch viel mehr Leute, die aber auf eine ganz andere Art und Weise auf Musik stehen. Und dann habe ich angefangen mit dem Turbo Folk House, mehr ist auch meine Leidenschaft, eigentlich House, Elektromusik, haben wir die Kombination dann geschaffen. Und DJ Matko und DJ Nermin aus Wien haben es geschafft, das Ganze, was ich mir vorgestellt habe, zu verwirklichen. Und die haben auch, die waren die idealsten DJs für mich, weil die einfach das, was hier spricht und hier zusammenkommt und auch mit dem hier, einfach das Beste rauskommt. Und du lädst auch öfter mal Stargäste ein, sage ich jetzt mal, Special Acts und sowas. Kannst du dich da an jemanden erinnern, der dir jetzt besonders aufgefallen ist? Also mir fällt sofort einer ein von deiner Balkanisches und ich glaube, wir denken an den gleichen, der einfach alles zum Toben gebracht hat. Alexander Orlovic. Der Alexander ist auch jetzt ein guter Freund für mich geworden. Wir haben uns auch in Kroatien sogar getroffen. Der hat das Extremstase-Punkt gebracht. Auch der Zlatko, unser Geiger, auch sehr, sehr gut. Und heute Abend auch eine Überraschung.
Also da freuen wir uns natürlich schon drauf. Wie gesagt, die Nacht wird natürlich wieder mal heiß mit vielen Surprises. Und was erwartet uns denn heute Nacht, wo wir jetzt hier in der Gegenwart dastehen? Hier natürlich wir zwar noch vorm Vorhang, aber wenn der Vorhang sich öffnet, was erwartet uns dann? Der Lebo-Daumen. No comment. Schaut es jetzt an. Lobin was. Pakujem noćas kofere, ni Dunav da me opere, ako se čuje gdje sam pošla. Pakujem noćas kofere, ni Dunav da me opere, ali idem gdje sam dobro došla. Ma šta ćeš u Londonu, Minhenu i Parizu? Spusti se na more i daleko ti je blizu. Ostaće u tvom srcu sve dočekane zore i jedna ljubav na moru Crne Gore. Ja stižem iz daleka, tek 20 mi neka, a ovdje požar svima tijela gore. Ostaće u mom srcu sve dočekane zore i jedna ljubav na moru Crne Gore. Io amo Balkanischen! Io amo Balkanischen! Io amo Balkanischen! Super, super, znači ekstra, znači Balkanischen po 50. puta večeras ovdje u VIP klubu, ekstra do jaja!